Hi Leute, hier ist Flo aus dem Schnitt. Ich weiß, ich habe das in den letzten Folgen Drug Dealer Simulator nicht wirklich gemacht. Deswegen wollte ich es jetzt mal wieder zwischendurch auf jeden Fall machen. Nämlich einen kleinen Disclaimer an die Folge hängen. Um euch einfach nur zu sagen, dass ich jeglichen Missbrauch von Drogen oder ähnlichem nicht gutheiße. Und falls ihr irgendwie Probleme mit Drogen habt oder Bekannte habt, die Probleme damit haben, dann sucht euch bitte Hilfe oder versucht der Person bestmöglich irgendwie zu helfen. Ja, mehr wollte ich auf jeden Fall nicht sagen. Stay safe und viel Spaß. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Medium Producers. Wie ihr im Hintergrund schon seht, wir sind wieder im Drug Dealer Simulator. Und wir haben uns in der letzten Folge das neue Apartment gegönnt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so krass und gesagt habe, als würde jetzt irgendwas krass folgen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wir haben uns letzte Folge auf jeden Fall das neue Apartment gegönnt und ja, sonst ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel passiert. Auf jeden Fall haben wir immer noch dieselben drei Aufgaben. Auf jeden Fall sollen wir mal das Möbelgeschäft abchecken. Das ist wahrscheinlich nicht hier. Du suchst einen neuen Dealer, ich habe ein paar Kontakte, könnte beim Verkauf helfen. Weißt du was? Dealer anheuern. Muss sowieso bald wieder eine Bestellung machen. Jetzt haben wir zwei. Nur einer will Weed, nur einer will Gras. Bisschen kiffen, ein bisschen kiffen. Ich will ein bisschen kiffen. Ja, easy, die 2 Gramm kann ich dir bringen. Das ist nicht das Problem, Homie. Ich brauch noch jemand. Weed. Moin. Was geht? Brauche 25G Bambinos, schnell wie möglich. Habe ich jetzt irgendwas? Nein, jetzt habe ich ihn bestätigt. Fucking dumbass. Scheiße, ich habe das falsche gemacht. Wartet er jetzt? Jetzt wartet er irgendwo, ne? Bro, ich habe nicht so viel und so schnell bekomme ich jetzt auch nicht was. Ja, du, die kriege ich easy. Jetzt habe ich ihn bestätigt. Kann ich Geld ans Kartell liefern? 548. Wir haben 735, easy. Ich kann jetzt halt auch nicht zu ihm hin. Ich kann ihm sagen, nee, komm, es geht halt nicht. Obwohl das im realen Leben würde das gehen. Hi. Danke. Sir, stop. Do you have anything illegal on you? CXOUT? Ob ich was gemacht? Das kann ich dir sogar jetzt schon bringen. Easy. 16 Gramm. Die sollte ich haben. Produkt verpacken. 10 Gramm. 5 Gramm. 1 Gramm. Hi, hi, hi. Das geht. Hier hast du 1 Gramm. Hast du 5 Gramm. Hier hast du 10 Gramm. Wir sehen uns. Mach nichts Illegales, Officer. 12 seconds later. Lass mal sprayen. Der macht nichts Illegales. Überhaupt nicht. Ist auch Schuli nicht illegal. Ich bezweifle halt, dass er so lange wartet. Ich kann ihm halt auch jetzt nicht absagen. Während dem Warten hat es gerade gebingt. Ich gehe davon aus, dass mir mein einer Dealer geschrieben hat, dass er angepisst hat er nicht. Ich habe da jetzt schon ein bisschen gewartet. Ist ihm das egal? Ich hab das Geld für dein Dope. Oh, schief. Das Paket, okay. So, und er chillt jetzt trotzdem noch hier und wartet auf die Lieferung? Wie ein Braver? Oh, das ist ja fein. Okay. Hast du brav mehr als 4 Stunden hier gewartet? Du hast es dir verdient. Hey, you, stop right there. Bitte sag, ich hab. Nein, nein. Don't nein. Try anything stupid. Wieso rennt der Idiot nicht einfach? Okay, now you're fucked, buddy. Jetzt muss ich irgendwie an dieses scheiß Geld kommen. Ja, und ich habe 25 Gramm Speed verloren. Das kannst du nicht machen. Produkt verpacken. Jetzt muss. Ach. Ja. Aber ich krieg von ihr zum Glück noch Geld. Stoff hinzufügen.
brauche nur überhaupt nicht lang. Wollte hier jetzt noch irgendwie mal zwischendurch Marihuana? Ihr wollt alle nur Speed. We fucked a little bit up, aber it's okay. Dann fügen wir alle 6 hinzu. Haben jetzt den Ibo Amphimix. Das mixen wir jetzt. Amphibo. So nennen wir das, Amphibo. Wir schauen am besten, dass wir erstmal so viele wie möglich kriegen, I guess. Ja, den können wir einmal zusagen, weil der will 2 Gramm. Die Person will 2 Gramm hier. Auch 2 Gramm, heißt schon mal 6 Gramm. 10 Gramm kriegen wir verkauft. Noah, Maestro ist von Amphetamin abhängig. So, you're the first addict. That's some strong shit you're selling. Das ist mein eigener Addicted Dealer. Addicted clients buy a bit more dope and are less picky, both quality and price-wise. Don't get too excited though. They won't just buy whatever shit you give them. They're drug addicts, not tech hipsters. Ich muss gleich mal wirklich auf mein Konto gucken. Mich interessiert gerade, ob ich mehr dafür bezahle, wenn ich mit Drogen erwischt werde. Bitteschön. Na okay. Wofür haben wir in letzter Zeit wieder Geld ausgegeben? Ja, nur für Emma und für Police Station geschnappt während der Polizeistunde. Mehr nicht. Dass ich Drogen dabei hatte, ist denen scheißegal. Ob das Geld für den. Oh, ja, das holen wir uns kurz. Das holen wir uns erstmal ab. Easy 325. Jetzt sollten wir das Kartell bezahlen können. Es will auch keiner Ecstasy. Es ist literally keiner will Ecstasy. Ich glaube, ich muss mal gratis Samples mit Ecstasy verteilen. Weil die Leute dann eher darauf gehen. Den Scheiß will ja keiner. Oh, das ist wie die Lakritz-Abteilung zwischen Haribo. Also Gras mit eines der bewährtesten Geschäfte hier bisher. Ja, ich kann eigentlich auch schon mal dem Kartell sagen, dass wir liefern können, Geld. Marihuana. Bitteschön. Juppie ist es. 500 weg. So, und jetzt nehmen wir ein bisschen Ecstasy und verteilen noch mal ein paar Gratis-Samples. Damit die Leute endlich mal diesen scheiß Stoff kaufen. Hi! Ich hab ein Geschenk für dich. Ich schenk dir keine 5 Gramm auf einmal, also. Moin. Oh, hab ein kleines Geschenk für die. Viel Spaß. Hi! Ich verschenke Ecstasy. Ich hoffe, sie wollen. Sie kriegen es anyways. Hi. Wer will sich beschweren? Ja, Namenscheiß. Aber trotzdem direkt erstmal wieder was bestellen. Aber 2 wollen Gras, also das kann ich. Einmal 2 Gramm. Und du wolltest auch einmal 2 Gramm. Sehr gut. Bitteschön. Schönen Abend noch. Ja, dann hol ich jetzt mein Geld. 50 Gramm. 20 Gramm. 80 Gramm, 50 Gramm davon. Wir haben jetzt insgesamt 20, wir haben 100 Gramm Weed. Sehr gut. Davon gehen gleich, wie viel wollte sie? Oder wollten die beide gerade Weed? 28 Gramm Weed und nochmal 36 Gramm Weed. Nicht wenig. Na, wollt ihr mich kontrollieren? Ich habe keinen Stoff dabei. Hey, mein Auto genommen. Ach, ich Level 10, ich lief mir Danger, korrekt. Mit Amphetamin! Ja, Meth. I'm fucking Meth. Hey, looks like the blockades got lifted. Right on. Let's go look around Sector B, shall we? But keep in mind that the police will search your shit each time you pass the checkpoint. So if you need... Die Polizei hat den Sektor B im Ghetto abgesperrt. Die Checkpoints werden vom Polizeibeamten bewacht. Also müssen wir uns andere Wege ausdenken, um den Stoff auf die Seiten der Mauer oder wieder zurückzubringen. Also wenn etwas Illegales über diese Wand liefern möchtest, müssen wir kreativ sein. Finden eine Alternative in Sektor B. Wo ist Sektor B? Check. Okay, wir checken Jason meinen Job ab. Hey, you wait. Die Mauern sind offen. Any drugs or weapons? Die Mauer ist offen. Ich komme jetzt endlich auf die andere Seite. Ich glaub's ja kaum. Ist das hier Jays Shop? Jo, das sieht aus wie ein Shop. Hi. Was brauche ich? Ich muss etwas kaufen. Was kann ich bei dir kaufen? Stromkastenschlüssel? Bitcoins? Noch einen größeren Rucksack? Ja, ich habe einen mittleren. Ja, geil, ja. Sexy, ja. Okay. Ich kann hier nicht raus. Ist
Okay, aber ich kann... Nein, danke, tschüss. Okay, der hört edle Musik. Wir haben mehr Gebiet frei. Das ist eine gute Folge. Das ist eine exzellente Folge. Okay, Business. So, wir haben jetzt hier aber noch ein paar Leute, die was von mir kaufen wollen. 5 Gramm Bambinos kriege ich hin. 7 Gramm kriege ich hin. 4 Gramm kriege ich hin. 5 Gramm kriege ich hin. 2 Gramm Weed kriege ich auch hin. Wer will jetzt hier noch was von mir? Ja, gib Bescheid, wenn wir uns treffen können. Okay, jetzt erstmal einen Haufen Deals noch abwickeln. 4 Gramm. Das noch. Ich kann noch einmal Geld abholen und Eddie möchte was. Jo, neuer Stoff verfügbar. Ja, das ist gerade nicht so wichtig. Geld. Sehr gut. Zu den alten Tunneln kann ich dorthin. Du kannst nicht, zumindest solange ich sie für dich nicht öffne. Wie viel willst du? Habe ich vielleicht gerade genau das gefunden, was... Ungewollt eine der Quests gemacht. Jo, ich komme gleich wieder. Ich will gucken, ob ich hier ein paar Gratisopfer finde. Wenn ich jetzt schon mal hier drüben bin. Es kann jetzt nicht so schwer sein, hier ein paar Free Samples zu verteilen. Bro, hier sind keine Menschen unterwegs. Ich sehe nur Cops. Ich dachte, sie kommen jetzt auch nicht zurück. Zumindest nicht ohne, dass ich den Typen da wieder bezahle, denke ich. Ich glaube, ich muss ihn jedes Mal bezahlen, I guess. Weil jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo es zu dem Homie geht, der mir den Tunnel öffnet. So, weißt? Wir haben Dolores Camillo abhängig gemacht. Ja. Und die bleiben jetzt nicht offen. Ich muss jedes Mal 100 zahlen, nur um hier durchzukommen. So ein Glück, dass ich gerade 1000 Dollar in meinem Portemonnaie habe. Ja, es ist egal. Eigentlich wollte ich Kundenakquise betreiben. Ja, wahrscheinlich von mir intoxicated, Alter. Und jetzt geht euch selber bumsen. Das war die härteste Kundenakquise meines Lebens. Hey there. Over. Come here for a moment. Do you have anything illegal on you? Nein, habe ich nie. Ich schwöre auf meine Mutter. Okay. Oh. Ja, ich hab's gerade verschenkt. Okay, Leute. Ne? Das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben diese Folge sehr guten Fortschritt gemacht. Das habe ich nicht erwartet, bin ich ehrlich. Aber na gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Sehen uns das nächste Mal. Oh, bis zum nächsten Mal. Macht's. Ciao!